Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen wieder zu Fallout 4. Ja, wir haben hier aufgehört und wir machen hier dann weiter. So. Ihr solltet ja in diesen... Oh, Kleber, lass mich mit. Ein Holo. Das nehmen wir mal. Bevor wir bei dem einsteigen, horchen wir mal in das Holoband. Hilfsmittel diverses. Schauen wir mal. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache... Ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen, hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Das hört sich traurig an. Okay. Würde ich sagen, wir machen Transfer. Fusionskern. Ladung. 50 Ladung 100. Wir nehmen den kleinen erstmal. Rein damit. Und wie? Eingabe. Nein, falsch. Ah, mit E. Okay. Eingabe, naja. Schnappt ihr die Minigun. Nö. So. Ja, der Angriff nimmst du ja eine Schade. Okay. So, hier gibt's nichts mehr, ne? Das war's. So, leg ich da hinten. Nice. Hier liegt nichts rum. Hier auch nicht. Hast du das gesehen? Da drüben steht einer. Muss ich die jetzt ausrüsten? Minigun. Auch schon ausgerüstet. Okay. 1300. Nice. Ja. Hier oben. Was? Ehrlich? Ja, ich komme. Ich komme. Ja, gleich. Halt. Hör auf, zu schießen. Auf. Oh. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Das muss ich zugeben. Hopp, ich komme. So. Darf ich? Wieso rennen die weg? Ah, ich auch noch hier. Hier ist keine Ahnung. Warte, Opa, warte. Den hab ich. Den hab ich. Hier mit.
Der eine ist. Oh, Mann, ist ja. Oh! Ach, du schießt da oben. Also das Zielen ist relativ ekelerregend. Warte mal. Achso, aufs Dach kann man ja nicht, ne? Oder? Kann man aufs Dach hoch? Ja, wie kommt man? Aber wie komme ich rüber, ne? Schade. Mann. Ich dachte, ich könnte jetzt die Sachen von dem Typen da holen. Naja, gut. Ist weg? Gut. Ich komme mal zu euch. Guten Tag. Oh. Level up, ja. So. Zombie. Was? Was? Guck mal, da kommt jemand. Hallo? Lass mich mal kurz hier rein. Kannst du nicht dich mit denen anlegen wollen? Ja. Du hast gleich ein anderes Problem mit dem Typen da. Oh. So. Ja, nimmst du den auch noch? Dahin? Ah. So. Wahrscheinlich kommst du hier nicht rein, ne? Halt! Ey, wohin? Hm. Oh, Alter. Lass mich gehen, ja. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Okay, tschüss. Ich bin drin. Musst du rein? Du hast meinen Arm abgeschlagen, du Sack, du. Alter, brauchst du mal viel. Na? Was willst du machen? So. Den nehmen wir mit. Überladen? Schon? Ich kann so viel mitzunehmen. Aber wir können das immer irgendwo ablegen und dann. Oh, hab ich. So. Schnarch. Oh, da drüben ist was. Das nehmen wir. So. Aber haben wir denn nicht irgendwie draußen was mal abgeladen? Ich glaube, mir war
Okay. Mir war es so, dass es hier irgendwo... Ob hier haben wir was gemacht. Transfer. Ja, richtig. Hier haben wir alles getan. Okay. Also. Ein Inventar, ein Essmittel. Mein Schrott. Schmeißen wir mal alles hinein. Annahme E. Alles weg. Das muss alles raus hier. So, das ist weg. Meine Waffen. Billardkö. Ach, im Obstholen. Geht's noch? Gewicht. Minigun. Gewicht 27. Pass mal auf, wir machen jetzt hier alle 8 mal weg. Schlagring. Splitter. Springmesser. Das haben wir. Kleidung. Lederrüstung. Gewicht 5. Weg damit. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Ah, ich suche mir gleich was. Das habe ich, das habe ich. Liegt aber auch Anzug. Linker Arm. Nein, schade, da weg. Rabbel. Da. Dran. Das ist kaputt, das sehen, deswegen können wir das nicht nehmen. Das weg. Verschweißt. Räder. Mal weg. So. Jetzt sind wir ein bisschen leichter. Ich weiß, dass da was euch liegt. Was liegt da? Oh. So. Der ist. Ist weg. Der ist weg. Der ist nackig. Der auch. Du bist sowieso nackig. Oh. Geht das eigentlich hier hin? Aha. Wo geht denn das dahin? Ich glaube, den Minigun drauf zielen, oder? Achso, das ist Funken, okay. Ja, du? Ich sehe dich. Ah. So. Das kann ich auch mit. Testen wir, ob das funktioniert. Ja, das geht. Das ist nix. Okay. Wieso? Ach, die ist schon tot.
der hier? Jochen? Hat der hier Fressi gehabt hier? Hätte ja sein können, dass er doch lebt. Oh, lass den mal mit. Er hat ja alles hier unten gehabt, Wahnsinn. Und dieser Schweinehund haben wir nämlich hier gehört hier unten. Haben wir gehört hier? Ich bin jetzt gerade. Hier, also hätten wir eigentlich hier hoch springen können. Ja, hier waren wir. Wieso konnten wir denn vorhin da nicht hoch? Dass wir jetzt hier durch können, klar. Aber warum jetzt das Ding offen ist, ist mir ein Rätsel. So. Ah. Oh, nicht schlecht. Dann wissen wir jetzt, woher der Typ kam. Ja. Was machen wir? Achso, ja, wir müssen ja jetzt wieder zurück zu dem Mr. Goodman. Upsala. So. Greifen? Nein, glaube ich nicht. Hätte ja sein können. Hier liegen die Nackten. Gut. Oh. Ja, Schrotflintiger. Nice. Der hat auch was gehabt. Jetzt nicht mehr. Hier waren wir bereits. Das ist klar. Man sieht das. Hier drüben ist nix. Was? Aber da. Aber hallo. Das nehmen wir gerne mit. So. Hier ist nix. Da oben würde ich das dann. Ich komme da nicht hoch, aber ich glaube, kann das, dass er runtergefallen ist. Wahrscheinlich der Typ gewesen. Ja, wir nehmen es mal an, dass es der Typ war. Gut, dann gehen wir wieder hinein. Öffne die Tür. Lasst mich rein. Ich weiß, ich bin das kleine Schwein. Ganz kurz was trinken. Kleiner Blick. Alles, okay. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. So, da bin ich hier. Weiter geht's. Das war wirklich erstaunlich. Sicher? Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich kann auf dich zielen. Alles okay? Wir sind keine Freunde. Wir ruhen auf gegenseitig. Ich bin auf meiner Seite. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Nice. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Ich kenne das Ding aber selber. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr?
Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Schicksal, rede weiter, du lügst. Hilf mir bitte. Sag es mir bitte, ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City? Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekannten... Hey, Sturges. Wir schulden dir was. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das hier kann es wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Ja, los, die finden wir. Wir müssen gehen. Ich... Okay. Entschuldigung. Wir müssen weiter. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Kommst du mit uns nach Sanctuary? Ja, ich komme mit. Ich helfe euch, weil ich wohne ja da auch. Ich wollte ja nicht, dass ihr bei meinem Haus einzieht. Das sollte nicht der Fall sein. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Macht klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Direkt hinter dir, Boss. Wir müssen weiter. Was war das? Gar nicht mehr reden mit dir? Ja. Das ist krass. Das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Aha. Alter, ich habe was vergessen. Ja, ist ja gut. Ich habe was vergessen, verdammt. So eine Scheiße. Dogmeat, tja. Das wollte ich natürlich nicht. Kann er denn die Waffe jetzt mal wegnehmen hier? Das Schloss sieht stabil aus. Alter Hacke. Und, wo bist du? Klong, klong. Und? Ja.
Ich komme, Hund. Ich bin zu dick. Ich werde dich befreien. Und? Da sitzt er. Hey. Handeln. Folgen. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Hoppsa. Gottes Willen. Da bebt die Erde. Ja, sowas passiert, wenn man natürlich den treuen Gefährten vergisst. Aber das macht nichts. Jeder ist mal schusslich im Kopf. Und auch so ein alter Mann wie ich. Naja, so alt nicht. So, Bautzi. Dann wollen wir. Wo geht denn das da rein? Ach, das ist das hier, okay. Na gut. Ich hätte es gedacht, wäre das ein anderes Gebäude noch, aber. Gut. Das Laden ist übel. Ach nee. Ich habe also jetzt nur oben gesehen, dass oben offen war. Das habe ich jetzt gedacht, dass wir vielleicht da oben noch nicht drinne waren. Aber gut. Halt, ich werde was mitnehmen. Transfer. Zwar, wenn wir schon hochgehen nach Sanctuary, nehmen wir ein paar Sachen mit. Ja, nehmen wir ein paar Sachen mit. Dass sich das Reisen auch lohnt. Klebeband, das. Acht. So. Tschack. Gerade so. Super. Grünes Sanctuary. Sanctuary Health. Ja, sieht schon geil aus hier. Komm, baut sie. Ja. Hey. Und los. Nein. Bleib da. Aufgepasst. Zu mir. Bleib da, Junge. Gehen wir. Übel. Kannst du vielleicht irgendwas? Scheiße. Auch noch was. Kleiner Blick. Wir gehen nun mal schnell zu diesem Briefkasten. Ich schaff das. Ich schaff das. Transfer. Schrott. So, Abraxa, Aluminiumdosen, das weg. So, immerhin. Okay, und los geht's. Juhu! Tja, kommt er mit?
Doch mit? Ah, okay. So, hier ist die Station. Verdammt, die sind sehr schnell, die Leute. Was hast du denn? Ich will nur ein bisschen handeln. Das soll eine Zuflucht sein. Friedhof wäre wohl passender. Hast du dich gerade verlaufen? Soll ich dich gerade hier eine Kugel reinjagen, Mensch? Das ist kein Friedhof, Mensch. Das ist meine Stadt. Ja, was macht denn da? Oh. Mama Murphy ist nicht hier anwesend. Ja, er kommt hier nicht hoch. Oh, was für ein. Alter, was ist das denn für einer, ey? Haben sie uns gar nicht entfernt. Was sollte das jetzt eben, dass der Typ da. Ja. Werkstatt. Siedler brauchen Nahrung, Wasser, Bett und. Da ist Mama Murphy. Ja. Und Schutz. Verbessere die Moral, Siedlung. Ja. Alles klar machen wir. Aber erst machen wir Transfer. Und zwar gesamten Schrott. Meine Waffen. Ja, die Kühl kann weg. Pass auf. Die Waffen. Nein. Die Waffe. Werkzeugkiste. Ist hier irgendwo. Ja. Transfer. Und zwar meine Waffen. Billardkö. Habe ich die nicht drüben bei mir in meinem. Stimmt. Ich glaube, ich habe die. Wunder. Ich glaube, ich habe die Waffen. Hier drüben, hier drüben. Smoking Pullover. Okay, hier sind Anzachen. Pass auf, hier machen wir mal die Anzachen rein. Und die Waffen. Kleidung. Geflickt. Uhrzeug. Leder. Alles rein. Gepflegt Uhrzeug Leder Harnisch das Holunder das ist das Ding Wortanzug das und das so das ist jetzt hier drin Transfer meine Waffen. Das kommt da rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Das auch. Messer. Machete! Habe ich jetzt die.
ist die, das ist ein Gewehr. Nicht. Wir müssen einmal gucken. Also Minigun auf jeden Fall weg. Die Machete bleibt. Das kommt auch mal rein. Schlagring, Schlittergranate. Schrotflinte sehe ich gerne. Die bleibt auch bei uns. Die erstmal nicht. Jagdgewehr. 308er. Lasermuskete lassen wir mal. Obwohl, ich habe gar nicht so viel Zeug, so viel Munition. Zellen nur 93. Ja, wir packen die erstmal hier rein. 38. Der 13. ja 10. Weg damit. So. Da haben wir nur ein paar. Das reicht ja eigentlich auch. So, na Hund. Lass mich mal durch. Na Schwan. Mein kleiner. Ey, lass mich raus hier. So. Hier stelle ich mal meine. Ja, meine Rüstung kurz hin. Wie war denn das? Ah, okay. So. Transfer. Fusionskerne mit. Ein Inventar. Ah, kaputte Gegenstände. Okay. So. Was ist denn los? Was hast du denn? Du bist ja einer. So. Jetzt sind wir leicht. Ich müsste noch irgendwo das Essen verstauen. Ja, wir können ja mal gucken nachher. Nee. So. Komm raus. Dogmeat. Dogmeat. Ach. Ah, da ist der Typ. Halt. Halt. So. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Mhm. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, ja, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ah, mein Baby. Mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider. Die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Das machen wir gerne. Aber Freunde, das machen wir. Der erste Schritt. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Hämmer nicht so laut. Ja, bis dahin. Wechseln wir. So. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich bin am Überlegen, ob wir das mit Siedlung kurz bauen.
ein paar Kleinigkeiten hier aufbauen, bessern und sowas. Schauen wir aber mal, ne? Alles klar. Da ist ja gut, Hund. Alles klar, Freunde, ne? Bis dahin. Ciao.